Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Mount & Blade 2 Bannerlord. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir sind wieder zurück im Dienste ihrer Majestät, der Kaiserin Rhaegea, die uns momentan noch als Söldner beschäftigt. Aber ich habe mir gedacht, ich werde jetzt, damit ich endlich auch mal ein paar eigene Armeen erstellen kann, was sicherlich gar nicht so verkehrt wäre, damit wir ja auch mal hier vielleicht eine Siedlung für unsere Dienstherrin einnehmen können. Na, das kann man als Söldner eben nicht, kann man keine eigene Armee beschäftigen, ich kann mich nur anderen Armeen anschließen. Ich könnte auch einfach direkt ihr Vasall werden und darauf hoffen, dann hier von ihr unterstützt zu werden. Dann kann ich immerhin eigene Armeen ausheben und kann auch ein bisschen bei der Politik mitmachen. Momentan ist es ja so, wenn ich Influence aufbaue, dann wird das mit der Zeit immer weniger und weniger, also ziemlich schnell auch, weil mir das als Gold ausgezahlt wird. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, schauen wir in unsere Kriegskasse, dann ist die momentan gut gefüllt, ja. Ich weiß noch nicht, vielleicht löse ich diese Armeen hier auf von Poros und von Torios oder zumindest versuche ich sie in meine Armee mit reinzurufen, wenn ich diese denn erstellt habe, ne? Sobald ich dann eben ihr Vasall bin. Und um ein Vasall zu werden, müssen wir jetzt Rhaegea aufsuchen und dann werden wir uns in ihren Dienst stellen und werden versuchen, unsere Beziehungen zu ihr zu verbessern, denn tatsächlich, was ich bisher jetzt erstmal so gemacht habe, war, ich habe also überwiegend andere Armeen überfallen und ihr seht, also ich habe immer noch eine ziemlich große Party, da sind echt gute Leute mit dabei, ne? Ihr seht vor allen Dingen, wir haben eine erhebliche Zahl an Kriegsgefangenen, auch viele Lords. Falls ihr noch nicht wisst, was ihr mit denen macht, also ihr könnt die natürlich für Lösegeld verkaufen, das ist eine Option. Ihr könnt sie verschenken an einen anderen Lord, also wir könnten jetzt zum Beispiel, wenn wir Rhaegea treffen würden, könnten wir ihr halt einen dieser Typen da schenken. Dann hätte sie den und könnte mit dem Politik betreiben. Wir selber können das, glaube ich, als Vasall dann auch. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es wäre aber vielleicht was wir ausprobieren könnten. Und da müssen wir mal schauen, wie wir da noch so in unsere Gewalt bringen. Einige von euch haben mir ja beim Livestream bereits auch zugeguckt. Ich habe ja vor kurzem einen Livestream gespielt. Und da waren viele von euch dabei. Das heißt, ihr seid schon ein bisschen informiert, was hier gleich noch so passieren wird. Ich möchte euch nur noch mal bitten, keine Spoiler in die Kommentare zu schreiben. Ich werde jetzt 2, 3 Ereignisse eben nachspielen, damit wir dann in einen weiteren Speicherstand wieder einsteigen können. Es ist übrigens so, dass wir unser unabhängiges Königreich nur noch dann gründen werden können, wenn wir das Königreich hier verlassen. Das pisst unseren Lehnsherren oder unseren Dienstherren natürlich an. Auch als Söldner bekommen wir einen heftigen Diplomatie-Hit. Deswegen ist es also hier vielleicht gar nicht mal so nötig, dass wir hier wirklich dauerhaft als Söldner rumrennen. Ich würde wahrscheinlich mal sagen, es ist eher eine Empfehlung ab Clan-Tier 2 bis Clan-Tier 3 als Vasall, Söldner rumzurennen und ab Clan-Tier 3 dann eben als Vasall. Ne? Zuerst Söldner und dann Vasall und so machen wir das jetzt halt dann etwas später. Wir haben Rhaegea gefunden und möchten gerne mit ihr sprechen. Sie hat doch eine große Armee dabei momentan, ne? Sprechen wir mal mit ihr. Und jetzt müssen wir mal alle andächtig, falls ihr eine Kopfbedeckung aufhabt, dann nehmt die jetzt mal bitte ab. Also jetzt werden wir einen Eid schwören. Das sollte man, ne, natürlich noch mit dem entsprechenden Maß an Ernsthaftigkeit betreiben. Also, Merovic, es ist eine Weile her, ja. Also, worum geht es? Auf gar keinen Fall das Drachenbanner überreichen, ja. Sondern, da gibt es etwas, das ich mit dir oder mit euch besprechen möchte. Okay, also, ihr habt mein Interesse geweckt. Worum geht es? Milady, ich wünsche nicht mehr euer Söldner zu sein und möchte deshalb darum bitten, euer Vasall zu werden oder euch als Vasall zu dienen. Du bist bekannt, ein mutiger Krieger zu sein und ein guter Anführer von Männern. Merovic, ich freue mich, dein Schwert in meinen Dienst zu nehmen. Wenn ihr bereit seid, schwört mir die Treue. Ich bin bereit, Rhaegea, eure Majestät. Gut, dann wiederhole die Worte des Eides, so wie ich sie dir sage. Ich schwöre bei meinen Vorfahren, dass ihr die rechtmäßige Kaiserin von Calradia seid. Das schwören wir. Ich bestätige, dass ihr die ausführende Gewalt des Willens des Volkssenates seid. Das bestätigen wir natürlich auch.
Weiterhin bin ich damit einverstanden, in die Armee von Calradia im Range eines Archon aufgenommen zu werden. Und als solcher, als dass ich euer Kommandant bin, soll ich euch folgen, wo immerhin ihr mich leitet. Sehr gut, ihr habt mir einen feierlichen Eid geleistet, Merovic. Mögt ihr euch immer mit dem entsprechenden Maß an Mut, Courage und Devotion daran halten. Das werde ich, Milady. Ich ernenne euch zum Bürger des Kaiserreichs im Rang eines Senators. Euer Leben und euer Besitz sollen durch die Gesetze geschützt werden und sollen euch nicht genommen werden, außer durch das Gesetz. Ihr dürft als Magistrat über Städte und Dörfer und als General über Armeen gebieten, wenn wir euch dazu anhalten. Okay, das ist doch sehr schön. Ein feierlicher Moment, finde ich. Ihr habt einen weisen Entschluss getroffen, Merovic. Dient mir gut und ich verspreche euch, ihr werdet es weit bringen. Ich danke euch, Milady. Ich habe große Hoffnungen für euch, Merovic. Ich weiß, ihr werdet euch als meines Vertrauens würdig erweisen. Dann geht's weiter. Gibt es da noch etwas? Nein, ich werde das jetzt verlassen. Denn nördlich gibt es eine Armee, die ich platt machen möchte. Im Norden haben wir nämlich die Armee Lukons entdeckt. Und das wäre doch zu schade, wenn der Anführer des nördlichen Imperiums jetzt unser Kriegsgefangener werden würde. Auf der anderen Seite können wir dann mal rausfinden, was wir damit so tatsächlich alles anstellen können. Ich möchte auch nochmal sagen, ich gehe also davon aus, dass man wahrscheinlich vielleicht schon als Vasall eher ein Dorf oder eine Burg erobern kann. Ich glaube nicht, dass das als Söldner geht. Also zumindest wurde das eben so gesagt. Ich kann hier aber natürlich noch für nichts verbürgen. Das Spiel befindet sich ja noch in der Entwicklung. Greifen wir erstmal an. Gut. Im Livestream war ich ja mit meinem Schlachtergebnis ganz zufrieden. Die Infanterie schicken wir hier hervor. Die Bogenschützen hier hin. So, jetzt gucken wir mal. Oh, da kommen sie schon. Ah, Pferd getroffen. Gegen die Rüstung mache ich ja leider nicht so viel. Aber es ist auf jeden Fall gut, wenn wir schon mal direkt seine Generäle vom Pferd schießen. Gut. Ja, wir sollten auch hier nochmal versuchen, die Flanke zu nehmen, denke ich. Ich möchte hier nicht unbedingt durch das Wasser reiten, dadurch werden wir langsamer. Oh, das war knapp. Ah, Mist. Die treffe ich dann natürlich nicht so gut, wenn ich hier in der Richtung kreisele. Aber immerhin. Hey! Junge! Schnell hier rum. Schnell hier. Oh, da muss ich aufpassen. Das geht natürlich nicht. Aber wir können mal die Lanze anlegen und versuchen, die von der anderen Seite zu erwischen. Oh, du Trottel! Ey, der komische Plünderer. Mann, ey, was ist denn hier los? Jetzt mach mal schneller. Das ist wahrscheinlich auf jeden Fall besser, wenn man die Truppen dann erstmal wegschickt. Aha. Ein Kataphrakt noch. Oh, ich krieg die Krätze, ey.
So, Pferd ist down. Die Leute vom Pferd zu yolon ist tatsächlich sehr wichtig. Das macht sie wesentlich besser handelbar. Da ist noch einer. Ach Mist, fast erwischt. Dann schicken wir noch die Nahkampfkavallerie rein. Oh, ich habe eigentlich gedacht, ich erwische ihn. Naja, okay, gut, aber der ist wahrscheinlich erfahrener, ne? Junge, Junge. Also wir haben geringe Verluste mit 12 Mann. Der Batanische Wildling, ja. Oh, der Sea Raider Chief hat ins Gras gebissen, das ist schade. Der imperiale Legionär, jetzt ist es nur noch einer übrigens. Der ist auch gleich down. Wo bin ich eigentlich? Da bin ich. Die gekillten Pferde werden natürlich nicht angezeigt, ne? Ich habe, glaube ich, nur Pferde gekillt, ne? Okay, pass auf, genau, machen wir das ein bisschen schneller. Krasse, krasse Schlacht auf jeden Fall. Schaut euch das an, ey. Wir haben ihm einen 100er-Stack platt gemacht, ne? Aber wenn wir mal reingucken, da sehen wir, das waren sogar gar keine schlechten Truppen. Zumindest bei Lukon. Krass, krass, krass. Heftig. Damit gehört uns der Thronprätendent des nördlichen Kaiserreichs. Wir nehmen die alle gefangen. Ich weiß nicht, wir können ihn natürlich unserer Lady schenken. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Heiraten können wir sie nicht, ne? Oder? Das wäre noch eine Überlegung. Da ist er, Lukon. Jetzt bist du mein Gefangener. Ja, also wir könnten ihn natürlich auch hinrichten, aber das Problem bei solchen Sachen ist dann, hassen uns alle anderen Fraktionen und die kriegen einfach nur einen neuen Herrscher. Das ist also nicht das, was ich möchte. Ah, guck mal da, den nehmen wir noch mit rein. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, wen schmeißen wir raus und wen nehmen wir mit. Wir haben ja hier schon eine sehr elitäre Truppe mit am Start, müssen wir mal gucken. Okay, wir nehmen die Leute als Gefangene mit, ne, unsere Gefangenen, die wir mitnehmen können. Die Zahl ist jetzt natürlich entsprechend begrenzt, ne? Aber das ist doch erstmal soweit in Ordnung. Und die Beute. Ja, ihr seht schon hier, ne? Wir sind echt auch wie so eine Karawane, ne? Wir haben so viele Pferde. Das ist unfassbar. Weiß gar nicht mehr, die fressen halt überall schon wahrscheinlich so den Rasen weg. Oder das Gras, beziehungsweise, ne, egal wo wir langlaufen. Das ist ein krasser Helm auf jeden Fall. Auch kein schlechter Helm, ne? Aber da sind wir halt schon sehr gut ausgerüstet, was das anbelangt. Ne? Und man will ja auch nicht immer die schwerste Rüstung mitnehmen. Auch das, ne? Das betrachten wir jetzt mal vorwiegend als Geld. Das. Boah, Alter, kannst du mal bitte die Kuh wieder zurücktun? Okay, wir haben keine Kuh mitgenommen, dann ist ja gut. Da gibt es noch sehr viel Getreide, so viel brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir sind, was Getreide angeht, echt noch gut ausgestattet. Und dann holen wir uns einfach das ganze andere Zeug, ne? Warte mal, wir können die Schlacht... Aber warte mal, wir können die doch schlachten für Fleisch, oder? Müssen wir das noch irgendwie zubereiten in irgendeiner besonderen Form? Warte mal kurz. Machen wir hier gerade. Machen wir so. So, ne? Und wenn wir jetzt hier... Pass auf, warte mal. Ne, wir nehmen es mal kurz mit. Ich will mal sehen, ob wir das jetzt einfach so schlachten können. Mal wieder etwas Neues hier, ne? Oder muss ich da in ein Dorf gehen für... Inventar wäre, glaube ich, besser, ne? Ja, gibt Fleisch. Aber nicht viel. 2 Fleisch, okay. Gut, alles klar. Ja, wir haben noch Baumwolle mitgenommen. Fette Beute. Ich war jetzt einfach mal so frech und habe mir gedacht, komm, ich belagere diese Stadt hier.
Solange mich da jetzt niemand konkret versucht dran zu hindern, außer dieser einen Armee hier unten, aber die hat ja keinerlei Chance gegen uns. Wir können im Zweifel diese Belagerung ja immer noch abbrechen, ne? Das einzige Problem ist wahrscheinlich nur, dass uns hier keiner helfen will. Ah, hier, da kommen noch ein paar. Ah, guck mal, und die sind da oben jetzt in Gefecht verwickelt. Das ist doch schon mal ganz gut. Amitates ist eingenommen worden. Ah, das ist eine Stadt im Süden. Die werden wir auf keinen Fall kriegen, denke ich. Insofern brauchen wir hier noch nichts zu unternehmen. Genau, Ulbos jagt die mal davon. Unsere Truppen erholen sich auch ganz gut. Und wir bauen jetzt hier so einen Belagerungsturm. Wir könnten wahrscheinlich auch sogar jetzt den Angriff durchführen. Das Ding ist halt, bei 14 Verteidigern können wir auch einfach die Mauern stürmen. Der einzige Nachteil ist, wir werden das Ding wahrscheinlich halt eben nicht kriegen, wenn wir es jetzt erstürmen. Aber ich zeige es euch trotzdem mal. Wir brauchen keinerlei Belagerungsgeräte. Wir gehen einfach mit. Ach Mist, ich hätte die Waffe wechseln müssen, mit dem Speer bei diesen Belagerungskämpfen rumzuwerkeln. Das ist nicht so klug. Ich sage Auto-Deploy, Begin Assault. Und ihr kommt mal schnell mit. Unsere Jungs werden das jetzt versuchen zu stürmen. Lass mal gucken. Ja, da sind ein paar von seinen Wachen. Da ist erstmal keiner. So gut, was ich da mache. Da oben war noch einer. Oder war das einer von meinen? Das müsste jetzt eigentlich schon gleich gewesen sein. Da kann ich mir viele Männer haben, ne? Okay. Ah, da oben ist einer. Da war einer. Und das war's. Man kann tatsächlich auch bei diesen Belagerungsmanövern super schnell hier runterhüpfen. Also von der Mauer runterhüpfen und dann das Tor einfach aufmachen. Dann kann man seine Truppen wie im Trojanischen Krieg theoretisch da reinlassen, nur dass alle anderen Leute hier gerade auf den Zinnen stehen und versuchen, die Stadt zu verteidigen. Und das ist tatsächlich noch so ein bisschen broken, ne? Aber das mache ich halt auch hier ganz bewusst nicht. Oh, ey, dieser Pfeiler im Nacken, der muss schmerzen, ne? Guck mal, nur ein Verwundeter. Wie viel kriegen wir da? 2,7 Renown, 3,4 Influence, 1,9 Moral, krass. Ja, ist ja gar nicht mal so unnice, ne? Drei Gefangene können wir machen. Ganz kurz hier gucken. Aha, siehst du mal, den können wir aufwerten. Ja, bitte einen Imperialer Bucellarius. Und hier, 36, pass auf die... Ja, der bringt mir nicht so viel, aber komm, wir nehmen den mit, vielleicht bekommen wir ihn. Die Miliz lassen wir da, das ist egal. Die brauche ich nicht. Das nimmst du bitte alles mit. So, und damit haben wir hier eine Festung eingenommen. Ja. Und ich würde sagen, wir verlassen das auch gleich wieder und machen hier diese anderen Partys noch platt, weil so kleine Stacks aufreiben, Leute. Das ist halt so easy, das macht auch Spaß, das macht auch Laune. Ja, ich hätte jetzt gerne eine größere Belagerung gezeigt, aber das hier ging jetzt halt eben auch einfach so, ne? Also insofern, warum halt auch nicht mal auf diesem Wege, ne? Wir suchen dann übrigens gleich mal Rager und schließen uns ihr mal an, weil mit der müssen wir uns natürlich gut halten. Hier läuft ja jetzt übrigens dann auch diese Abstimmung für unser Schloss. Bei Königreich sind wir das nicht, bei Clan.
Und da sind jetzt halt eben Entscheidungen verfügbar. Ich zeige euch das einfach nur kurz. Also die werden ansonsten in 6 Stunden, würde die automatisch erfolgen. Okay, dann können wir uns das jetzt so angucken. Also, so wie es aussieht hier, Leadership of the Thief should go to the Pethros. Leadership of this Thief should go to the Habsburg. Das sind halt wir. Hier sehen wir die anderen, die sie auch unterstützen, ja. Und Ragea selbst ist ja der Einstellung, es sollte, also Pethros sollte das bekommen. Wir können uns hier jetzt auch sagen, komm, Krotor ist mir eigentlich egal. Wir stimmen hier mit dazu, ne? Dann ist das auch in Ordnung. Wir können uns natürlich aber auch enthalten, ne? Wenn wir das jetzt für uns reklamieren, dann könnte sich die Beziehung verschlechtern, wenn ich das richtig sehe. Aber hey, also, warum nicht, ne? Wir können ruhig hier für Pethros stimmen oder uns enthalten, dann passiert, glaube ich, nichts, ne? Also, ich meine, wenn wir uns jetzt enthalten, das können wir auch machen. Warum sollen wir hier für uns stimmen, ne? Also, ja, Ragea ist nicht dafür, sie wird am Schluss entscheiden. Na, das ist eine eindeutige Sache. Die Ragea kann die anderen Lords überstimmen. Das ist tatsächlich möglich. Aber hier ist es ganz gut, sich einfach zu enthalten. So, was haben wir hier? Varagos Castle. Da sind einige für uns. Ragea hat sich aber noch nicht entschieden. Wir können jetzt auch hier für uns selbst stimmen und sagen, wir geben 50 Einfluss aus, um das nochmal ein bisschen zu beeinflussen. Das brauchen wir aber nicht. Ich glaube, wir stimmen einfach nur so für uns selbst. Ah, ich muss dann tatsächlich Einfluss aufgeben, ne? Wir können uns auch enthalten, dann stimmen immerhin 2 Lords für uns, ne? Das sind auch übrigens alles Lords, also dieser gelbe Pfeil, der zeigt an, dass die Einfluss ausgeben, ne? Das möchte ich aber dann nicht machen. Dann kann ich mich auch eigentlich enthalten. Hier unten sehen wir, dass wir wählen. Und der Herrscher, der wird am Ende dann die Entscheidung treffen. Also wir enthalten uns hier auch. Wir kriegen das. Alter, wie geil ist das denn? Wir haben unsere erste Burg bekommen. Varagos Castle. Merowig von Habsburg bekommt Varagos Castle. Oh, wie nice. Oh, Spiel. Cool, yo. Okay. Man kann natürlich in so einer Situation auch dann, ne, könnt ihr theoretisch ja jetzt auch hingehen und sagen, hey, ich lade das einfach immer wieder nochmal neu. Ne? Ich glaube auch tatsächlich, als ich das im Stream gespielt habe, ah ne, da habe ich das Schloss, glaube ich, habe ich es erobert? Ich weiß es gar nicht mehr, aber im Stream habe ich es auf jeden Fall nicht gekriegt. Kann sein, dass es da auch erobert wurde. Aber es ist natürlich immer ganz gut, wenn man so ein Ding selber im Alleingang erobert, ohne dass man da noch die Hilfe von anderen hat. Ich muss mal gerade nochmal nachgucken. Ja, ich habe gerade nochmal in den Stream reingeguckt, da habe ich es nicht bekommen. Da hatte ich aber auch keine Influence-Punkte, die ich ausgeben konnte. Insofern bin ich ja jetzt erstmal hier ganz zufrieden. Also, wo ist unser Schloss? Zeig es mir. Da, Varagos Castle. Ich würde das eigentlich gerne umbenennen in Habsburg. Naja, gut. Okay. Wir müssen dann auch bei Zeiten unsere. Ja, wir müssen bei Zeiten auch nur unsere Gefangenen oder beziehungsweise geflüchteten Jungs wiederholen. Denn ich glaube, Paul Bloodaxe und Valishin Bloodaxe, die sind besiegt worden im Feld und die müssen wir wiederholen. Ich sage aber auch direkt noch dazu, als ich das auf Twitch gespielt habe, habe ich diese Stadt auch, glaube ich, deswegen nicht bekommen, weil keiner der anderen Lords für mich gewählt hat. Hier waren es ja jetzt so, da waren ja 3 Lords auf meiner Seite, da hat das gut geklappt und tatsächlich hat Ragea sich ja dann auch an das gehalten, was die anderen Lords gesagt haben. So, folgendes. Ich bin jetzt einmal quer über die Map gelaufen. Nebenbei werden meine Dörfer gepillaged, was echt nicht cool ist. Ich will auf jeden Fall. Ah, nee, ich wollte mit Ragea sprechen. Wo ist denn Ragea? Moment nochmal gerade. Wo ist Ragea? Die war hier eben noch irgendwo. Angeblich war sie hier irgendwo. Da ist doch Ragea's Army. Also. Talk to Army Leader. Ach so, das ist es. Ja, genau. Ich schenke dir jetzt den Dude. Ja, ich möchte gerne was schenken. Alliance through marriage, aber heiraten kann ich sie, glaube ich, nicht. Ich habe etwas, was uns beiden Gewinne einbringen könnte. So. Ich kann ihr. Warte mal, wieso Release Lucan? Das will ich gar nicht. Hä? Ich kann ihr. Normalerweise müsste ich ihr den schenken können. Aber will sie gar nicht haben. Auch nicht für Geld.
Aha, wenn ich ihr so ein bisschen Geld noch dazu gebe. Guck mal hier. Oh, wie viel Geld nimmt sie denn? Ich will jetzt nicht geizig sein, ne? Aber. Guck mal hier. Ein Geschenk für dich. Ja, das ist doch super. Ein paar Leute sind abgehauen. Aber hey, wisst ihr was? Also, wenn irgendeiner was damit anfangen kann, mit dem Lukon, dann sie. Also, wir als Spieler haben keinen Mehrwert dadurch. Ich könnte den jetzt irgendwo für Lösegeld verkaufen. Das finde ich aber albern. Deswegen verlassen wir diese Armee auch mal. Vor allen Dingen, weil die gerade am anderen Ende der Map kämpft. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir unsere Siedlung da oben halten können. Vor diesem Hintergrund werde ich jetzt diese Armee aus dem Weg gehen, die da drüben das Schloss belagert. Und jetzt nach Rothä laufen. In Rothä. Auch das ist sehr, sehr, sehr weit weg. Aber wiederum näher an unserer Siedlung. Dort hole ich mir die. Dort hole ich mir meine Jungs zurück. Damit ich mit denen auch mal langsam so eine Party gründen kann. Ich brauche wieder Party-Member. Also jetzt nicht. Ja, ne, ihr wisst warum. Weil ich dringend Party-Member brauche. Die haben leider keine Gefangenen dabei. Das ist schade, weil Gefangene können wir gerade gut gebrauchen für unsere Garnison. Das wäre jetzt noch meine Aufgabe für heute und morgen und so und für den nächsten Teil. Das heißt also, wir werden jetzt erstmal rumlaufen, versuchen unsere Siedlung da oben zu halten. Und wir werden auch versuchen, Gefangene frei zu bekommen, die in irgendwelchen Räuberarmeen rumlaufen und vielleicht auch noch die ein oder andere Räuberarmee auf dem Weg dahin platt machen und vielleicht auch mal hier und da ein paar Truppen rekrutieren, einfach nur damit wir wieder auf die entsprechende Stärke kommen. Guck mal, da sind 9 Prisoner drin. Das ist zum Beispiel so eine Sache, da würde ich direkt sagen, ne, da nehmen wir die Looter mit, da können auch die schlechten Typen bei uns leveln, ne, und das ist halt eben gut, denn durch die Looter können unsere Jungs nicht sterben, die können maximal verwunden, das ist also eine sichere Bank. Asrei-Bauern, ja klar, ey, warum nicht? Ne? Ich meine, hey, die 5 Looter, die nehme ich jetzt auch mit. Die kann ich vielleicht mal irgendwann anheuern. Geschwindigkeit ist jetzt tatsächlich nicht das ausschlaggebende Kriterium. Ne? Also wir gucken einfach nur, dass wir insbesondere diese Mini-Armeen da mitnehmen. Dummerweise verliere ich Influence und zwar ziemlich heftig. Das heißt also, auch da muss ich gucken, dass ich mich da weiterentwickle. Ja, schade, ne? Jetzt läuft er da hier in meinem Rücken lang. Ja, der rekrutiert natürlich alles, was es da gibt, ne? Aber weißt du was? Das mache ich auch. Deswegen verlassen wir diese Siedlung wieder und vielleicht laufen wir jetzt noch einmal zu unserer Stadt hoch, ne? Das könnte sich sogar noch rennen. Nee, stopp. Kannst du nicht hier lang laufen? Doch, ne? Das geht doch offenbar. Also, dann nimmst du noch hier diese Siedlung mit. Und ich sag dann erstmal Danke an euch an dieser Stelle, dass ihr dabei wart heute. Es hat sich ja storymäßig auch nochmal einiges getan. Jetzt müssen wir erstmal versuchen, unsere Siedlung zu halten und uns ein bisschen aufzubauen. Wir müssen noch ein bisschen stärker werden. Wir müssen versuchen. Läufst du noch? Ich weiß nicht, ob du nach Poros läufst. Warte mal. Aha. Das hatten wir schon. Das können wir wegmachen übrigens. Du hast eine Armee hier unten erstellt. Das ist okay. Wir wollen jetzt nach Rothe. Wir brauchen dringend die Party-Member, damit wir eine größere Armee aufstellen können. Ja, und die Leute, die bringen mir nichts. Schade. Aber gut, ja. Die Hideouts machen, weiß ich noch nicht. Da man das sicher nicht aussuchen kann, welche Leute man mitnimmt auf so eine Mission. Also ich warte auf jeden Fall so lange, bis das kommt. Wir gehen nach Rothe. Ich muss den Typen holen. Da man sich noch nicht die Leute aussuchen kann, die man mitnimmt, werde ich das jetzt noch nicht machen. Und ich habe übrigens noch was ausprobiert in Varagos Castle. Da habe ich nämlich meine Kriegsgefangenen reingestopft in den Keller. Also jetzt nicht die Charaktermodelle, weil die sowieso nach einer Zeit abhauen, sondern die normalen Rekruten. Und ich bin mal gespannt, ob sich da noch was tut. Hat keine dabei. Der hat auch keine dabei. Das heißt also, ich will hier nochmal schauen, ob wir dann. Wir sind übrigens jetzt im Frieden mit denen. Das ist sehr gut. Ja. Das ist tatsächlich im Livestream bei mir auch passiert.
Lorik the Fish. Ah ja, guck mal da. Da. Trick Break Skull. Den nehmen wir wieder in unsere Party mit. Und wir können noch ein Charaktermodell anheuern. Ich will mal gucken, welches wir da nehmen. Ausdauernd. Das ist irgendwie ein bisschen albern, ne? 100 Athletics. Das heißt, die ist super ohne Pferd. Und dann kann die auch super reiten. Hat 200 Nahkampf. Boah. Krass. Okay, die hat das wahrscheinlich hochgelevelt, indem sie sich den Schädel rasiert hat, ne? Lorik the Fish, das ist ein Scout, das ist nicht so verkehrt. Vandelia, ich bräuchte einen Engineer, ne? 29, 42, 26. Vielleicht nehmen wir noch Lorik the Fish, aber ich habe schon einen Fisch, ne? Ich habe schon einen. Gerade gucken, ja, die brauche ich jetzt nicht unbedingt, ne? Ich habe eh zu viele Truppen, sehe ich gerade. Ah ja, weil ich ja den einen Typen aufgestellt habe. Ne? Ja, alles klar, soweit. Gucken wir mal gerade nur in die Party. Wir können bestimmt wieder ein bisschen was leveln. Das ist ja tatsächlich doch durch unsere Sonderfähigkeit als will ich den dann auch haben. Weiß ich noch nicht. Machen wir noch einen Asrei-Bauern raus. Das tatsächlich durch unsere Sonderfähigkeit als Vlandianer kriegen wir ja da mehr Erfahrungspunkte. Lass mal gucken. Die haben aber auch keine Gefangenen dabei. Also es lohnt sich für uns eigentlich de facto nur, wenn die Gefangene dabei haben und das dann halt eben Einheiten sind, die wir aufwerten können. Ne? Cool, aber dann haben wir da oben jetzt Frieden. Ich guck mal, was das so mit dem Kerker gegeben hat und so. Ich freue mich auf den nächsten Teil, wenn ihr wieder dabei seid. Und dann werden wir nochmal ein paar größere Schlachten sehen. Bis dahin, oder vielleicht eine zumindest, sage ich, macht's gut und in diesem Sinne Pax Vobiscum, Valete.